Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute hat sich der Shop aktualisiert, aber gestern gab es ja auch ein kleineres Update. Unter anderem wurde jetzt die Show Schleimkraxlei verkürzt. Das heißt, es gibt keine vier Runden mehr, sondern nur noch drei Runden, was eigentlich viel sinnvoller ist, finde ich, weil in den letzten Runden, beziehungsweise in der dritten Runde, ist ja kaum noch einer rausgeflogen. Von daher etwas schneller, um an die Krone zu kommen. Und jetzt gehen wir schnell in den Shop rein. Wir haben hier die Neon Neko für 4500 Kudos. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen mit, deswegen holen wir uns die auch ganz schnell. Rüsten uns auch direkt damit aus. Und genauso das Unterteil auch. Mit den Regenbogenfüßen. Sehr schön. Ziehen wir auch direkt an. Und wir haben endlich das erste Gesicht. In der neuen Season. Vaporwave, eine Krone. Holen wir uns auch. Die haben wir bisher alle Gesichter. Und dann gehen wir runter zu den normalen Dingen. Da haben wir die Krakensaugnäpfe für 3500 Kudos. Dann das schleimige Alien. Unterteil. Okay, das hatte ich noch nicht. 2000 Kudos holen wir uns auch mal. Zack. Dann haben wir hier das Namensschild Pizza. Das Oberteil Horny. Dann das Unterteil Tomate. Und das Oberteil Ferdi. Dann gehe ich mich mal noch schnell umziehen. Und das ist jetzt meine Neon Neko. So würde ich sie anziehen mit den lilanen Augen. Und den Regenbogenhänden und Füßen. Regenbogenohren und auch die Schleife obendrauf. Sehr süß. Ja, doch. Ich bin sehr zufrieden damit. Und die meisten von euch wissen es wahrscheinlich schon, am Samstag aktualisiert sich der Shop wieder und da gibt es den Shovel Knight. So sieht der Kollege hier aus. Denke, der wird 10 Kronen kosten. Genaueres kann ich noch nicht sagen. Ist ja auch ein Spiel von Mediatonic und von ihren eigenen Spielen bringen sie ja schon häufig Charaktere mit rein. Das war's dann auch von mir. Hoffe, das wird euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao!